Die Staaten und Banken sollten sich meiner Meinung nach den neuen Systemen öffnen. Das tun sie ja teilweise auch schon. Deutschland hat ja jetzt da schon ein bisschen Regulierung angebracht. Das Wichtigste, das überhaupt Wichtigste für diese neuen Systeme, um sie entsprechend im Markt zur Durchdringung zu verhelfen, ist die steuerliche Anerkennung. Wenn also Staaten anfangen, diese komplementären, parallelen, alternativen Währungen zu akzeptieren und steuerlich anzuerkennen, dann ist der Durchbruch im Prinzip geschafft, weil dann ist es für jeden eben entsprechend auch klar, ich kann damit im Prinzip alles machen. Und dann wird auch die Akzeptanz größer und der Staat hat dadurch nur Vorteile. Und die Banken könnten sich auf diese Geschäftsmodelle auch entsprechend aufdocken und weitere Geschäftsmodelle, denn die alten funktionieren ja bei den Banken auch nicht mehr, die gehen ja auch pleite. Die müssen auch nach neuen Geschäftsmodellen suchen. Und durch die Interaktion mit diesen neuen Möglichkeiten könnten sie entsprechend neue Geschäftsmodelle auch zu ihrem eigenen Nutzen in ihre Banken integrieren. Also es kann durchaus ein Win-Win erzeugt werden für alle Beteiligten. Es muss nicht zwangsläufig das Übel sein und bekämpft werden, weil es wird so und so kommen. Da kann man nichts mehr gegen tun. Die Zentralbanken und Banken könnten noch eine weitere interessante Rolle spielen, und zwar ganz faktisch. Sie könnten zum Beispiel das Risk Management übernehmen für neue Währungen, weil sobald die groß werden und nicht mehr so, wie sie aktuell gehandelt werden, handelbar sind, ist das Risk Management A und O. Und da die Banken ja Erfahrung damit haben und auch die entsprechenden Strukturen, könnte das Teil ihres Geschäftsmodells sein, dass sie eben für das Risk Management entsprechend entlohnt werden. Wunderbare Sache. Win-win. Ich denke, dass die neuen Geldsysteme, die da kommen werden, dank der Toröffnung des Bitcoins, entsprechend dann Popularität weiter gewinnen werden. Es wird monetäre Vielfalt geben. Es werden verschiedene Systeme in die Märkte kommen. Welches sich am Ende durchsetzt, weiß heutzutage keiner. Es wird aber im Prinzip dann nicht mehr so eine monopolistische Geldstruktur geben. Das ist das letzte Tabu, was irgendwie die Welt noch hat. Das Geld, ja? Und wenn das jetzt gebrochen wird oder langsam durchbrochen wird, werden sich ganz viele neue Systeme, Geldsysteme, Währungssysteme etablieren, und das nennt der Profi monetäre Vielfalt, und Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft, also es kann im Prinzip nur allen dienen, und insofern freue ich mich darauf, ein Teil dessen sein zu können.